Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Channel, ja, und heute ist es soweit, ich bin endlich back. Heute habe ich mir einfach mal vorgenommen, verschiedene Fragen einzugehen. Allgemein die Sache, warum jetzt so lange nichts auf meinen Social Medias gepostet wurde. Viele haben gefragt, warum keine YouTube-Videos mehr kamen. Allgemein, warum man nicht so viel von mir gehört hat. Ja, da sind zwei verschiedene Faktoren dran beteiligt, warum das so ist, und auf die werden wir heute eingehen. Als erstes, viele von euch haben es mitbekommen, ich habe mich leider mit Corona infiziert. Ich bin aber gerade schon auf dem Weg der Besserung, beziehungsweise allgemein habe ich bloß noch Husten, sonst ist alles wieder weg. Ja, kurze Vorgeschichte dazu. Am 1.12. habe ich diesen Test bekommen, wurde für positiv erklärt. Genau. Das bedeutet, ab dem 1.12. musste ich in Quarantäne. Heute ist der 13.12. zum Zeitpunkt der Aufnahme. Bedeutet, morgen sind die 14 Tage rum. Morgen habe ich einen Freitest. Sollte ich negativ sein, ist die Quarantäne für mich beendet. Genau. Aber das steht noch in den Sternen. Sollte sie positiv sein, kann es sein, dass die Quarantäne verlängert wird. Man weiß es nicht, man munkelt. Ich werde euch da natürlich morgen direkt Bescheid geben. Beziehungsweise, wenn ich den Test bekomme, ob er positiv oder negativ ist. Ja. Genau, und heute einfach mal auf die Fragen eingehen von euch, warum man nicht so viel von mir gehört hat. Ich denke mal, es ist auch wichtig für euch. Ja. Und bevor ich es vergesse, heute Abend wird das Gewinnspiel ausgelöst. 20 Uhr auf meinem Instagram-Account werde ich in meiner Story die zwei Gewinner zu den 50 bzw. 100 Euro PSN-Karten ausgeben. Es sind ja zwei Gewinner, die kommen werden. Beide Gewinner kriegen eine 50 Euro PSN-Karte, logischerweise. Und ja, bis 19.30 Uhr hat man, wie gesagt, Zeit mitzumachen. Nach 19.30 Uhr wird die Stimme nicht mehr gewertet. Bedeutet, sollte da jemand die Teilnahmebedingungen nach 19.30 Uhr noch erfolgen, wird das nicht mehr gewertet. Genau, jetzt gehen wir einfach mal so auf die Dinge ein, warum das so ist. Also zu guter Letzt, erstmal, um das Thema abzuschließen, ihr seht, ich bin vollkommen broke, meine Haare sind noch broke, ich höre mich vielleicht noch ein bisschen krank an, ich weiß nicht, ob man das hört. Auf jeden Fall, ja, der erste Grund, der dafür verantwortlich ist, dass nicht mehr so viel von mir kam. Ihr hört es vielleicht, ich bin auch noch richtig aufgeregt, das ist jetzt das erste Mal seit 14 Tagen, dass ich wieder vor der Kamera bin. Ja, der erste Grund, der dafür verantwortlich ist, da ich halt Corona habe, war die Motivation auch jetzt nicht so krass. Ich habe mich auch besonders in den ersten Tagen nicht gut gefühlt, richtig schlapp. Ich hatte halt alles, was ging, Schnupfen, Nase laufen, Nase zu, Hustenreiz, Husten, Niesen halt übelst viel. Ich hatte auch so ein Brennen in der Nase. Ja, richtig komisch auf jeden Fall alles. Zur Zeit auch am Anfang ein bisschen Atemprobleme gehabt, also irgendwie so ein bisschen schlechte Luft bekommen, beziehungsweise musste ich tiefer Luft holen. Ja, also mit der Luft war da auch irgendwas. Dann, was gab es noch? Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, die waren an den einen Tag besonders brutal, aber ja, das ist jetzt nicht Bestandteil des Videos und wir gehen jetzt mal auf die Thematik ein, worüber ich überhaupt das Video drehen wollte. Ja, also ihr habt schon ein bisschen am Anfang gehört, die Motivation halt, besonders kein Video aufzunehmen, hatte ich die Motivation, allgemein das zu schneiden, das war mir einfach alles bloß zu viel. Meine Augen haben auch richtig gedreht. Ich konnte nicht mal richtig in irgendwelche technischen Geräte reingucken. Da haben sofort meine Augen gedreht. Das heißt, es hat mir gezeigt, dass ich überhaupt nicht ready bin, zur Zeit für sowas zu machen. Ich denke, ihr versteht das. Jeden, den es nicht gut geht irgendwann, der hat nicht so Bock, irgendwas zu machen. Ja, aus diesem Grund war das schon mal. Und ich habe natürlich auch versucht, trotzdem ein bisschen was zu posten, dass ihr nicht komplett leer ausgeht in der Zeit, dass ihr ein bisschen Content habt. Ich habe versucht, alle 5 Tage mal einen Livestream oder ein Video zu machen. Warum das nicht so gut geklappt hat, erfahrt ihr jetzt gleich von mir. Im zweiten Schritt ist das nämlich zu erläutern. Ja, so viel zu Punkt 1. So, dann der Punkt 2 war, beziehungsweise ist noch, die Quarantäne ist, muss ich hier bei meiner Mutter ausführen. Viele von euch wissen, dass meine Konsole normalerweise bei meinem Vater steht, beziehungsweise ich dort die Videos schneide, drehe, hochlade, dies, das. Ja, meine Mutter und ich haben Corona, mein Vater nicht. Bedeutet, wir können nicht zu ihnen. Ich habe mir aber so gedacht, dass ich ein bisschen Content für euch produzieren kann, was ich mir im Endeffekt besser vorgestellt habe, als es ging, war, dass ich die Konsole rüberhole. Und ja, das Problem ist, hier habe ich eine sehr schlechte Internetverbindung. Ich spiele hier mit einer 6K-Leitung. Bedeutet, das Internet ist extrem langsam, es hängt oft. Wenn ich ein Video hochladen will, braucht das wirklich ungelogen 4 Stunden. Manchmal reicht das nicht mal. Und das ist natürlich extrem krass und schwierig für mich, weil 4 Stunden Upload, dann muss ich vor allem die ganze Zeit meine Konsole laufen lassen. Das geht extrem auf den Strom. Und wenn ich das bei meinem Vater drüben hochlade, ist das innerhalb von einer halben Stunde hochgeladen. Nur mal so, um den Unterschied zu merken. Da drüben habe ich eine 50K-Leitung bei meinem Vater.
Ja, halt wie gesagt 6K und das macht sich schon sehr, sehr deutlich bemerkbar. Ja, dann was noch dazu kommt, ich habe auch versucht am Anfang Livestreams zu machen. Die Livestreams waren dann durch die Internetverbindung so arschgeil, man hat einfach nicht mal das Bild gesehen, man hat mich nur gehört, aber Bild gab es nicht. Da war einfach Schwarzbild. Perfekt. Deswegen konnte ich Livestreams auch schon vergessen. Ja, da blieben mir bloß Videos übrig. Ich hatte aber, wie gesagt, durch die Kombination, die Motivation war nicht so ganz da, beziehungsweise konnte ich gar keine Videos hochladen, weil ich mich gar nicht dazu in der Lage gefühlt habe, so gern wie ich euch was gefilmt hätte und hochgeladen hätte. Ja, und zum Zweiten, halt diese abgrundtief schlechte Internetverbindung. In den letzten Videos müsst ihr das mal beobachten. Diejenigen haben es vielleicht auch gemerkt, die es angeschaut haben. Besonders mit der Freistoßbattle und der Discard-Challenge beim Elfmeterschießen gegen Jana. Schöne Grüße an dich an der Stelle. Hat es extrem gehangen, auch mitten im Video. Und das ist einfach nicht so geil, unterhaltsam anzuschauen. Ja, aber ich habe mir gedacht, dass ich wenigstens was habe, habe ich das hochgeladen. Ja, wie gesagt, morgen die Freitestung. Ich hoffe, dass ich negativ bin. Er wird gleich meine Konsole gepackt und rüber zu meinem Vater. Ich bin auch extrem froh, da meinen Vater wiederzusehen, beziehungsweise meine Oma. Die beiden habe ich jetzt in den letzten 14 Tagen überhaupt nicht gesehen. Außer halt mein Vater mal kurz zum Treppenhaus, aber natürlich mit genügend Abstand. Ich bin auch mit Maske runtergegangen, mit Handschuhen, alles. Also, dass ich mit ihnen angesteckt habe, ist eigentlich unmöglich. Ja, auf jeden Fall. So ist das halt. Und ja. Im Prinzip kann ich jetzt bloß mit meiner Kamera Videos hochladen. Gameplay-Videos sind jetzt extrem schwer zurzeit gewesen, durch die Internetverbindung halt und das andere. Ja, ich habe mir trotzdem gedacht, ich kläre euch das mal auf, auch wenn es jetzt bald wieder normal losgehen wird. Wie gesagt, sobald ich bei meinem Vater drüben bin, alles wie ganz normal. Jeden Tag ein neues Video, jeden Tag ein Livestream. Ich versuche dann auch richtig durchzuziehen, dass ich das alles wieder aufholen kann und euch was zurückgeben kann. Ja, im Prinzip gibt es sonst noch was zu sagen. Eigentlich nicht. Wie gesagt, heute Abend 20 Uhr die Auslosung des Gewinnspiels. Die zwei Gewinner werden in meine Story gepostet. Unbedingt einschalten, falls ihr es seid. Ich habe natürlich allen schön Glück gewünscht. Aber es können natürlich nur zwei gewinnen. Ich würde es euch allen gönnen. Am liebsten würde ich allen eine 50 € PSN geben. Ja, aber wie gesagt, seid nicht traurig, falls ihr das nicht bekommt, denn es wird nicht das letzte Gewinnspiel sein. Und ja, ihr habt natürlich auch noch wieder die Chance, da was zu gewinnen beim nächsten Gewinnspiel. Ja, so ist es. Und mehr geht es eigentlich gerade gar nicht. Und ja, da würde ich schon sagen, das wär's mit dem Video. Ja, die zwei Gewinner werde ich dann privat anschreiben und denen die Codes schicken von der PSN-Karte. Und yes, auf jeden Fall, bald wird wieder aktiv rasiert, bleibt aktiv, Gang Gang. Und ja, ich bin raus. Ciao.